Guten Morgen, guten Morgen aus Berlin, aus dem Hotelzimmer mit rotem Kopf und nassen Haaren. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, ich hocke hier noch im Hotelzimmer, habe schon Saunagänge hinter mir. Liebe Christine, guten Morgen und gehe gleich zum Frühstücken. Mein Mann war schon ganz frühstücken, ganz frühstücken, ganz früh frühstücken, gell? Du warst der Erste heute Morgen hier im Frühstücksraum. Ich einer der ersten, ja. Riesen Frühstücksraum für sich alleine gehabt. Wir haben ein bisschen Aufgabenteilung heute. Ich habe die Sauna schon genossen und den Ausblick auf den wunderschönen See hier, wo unser Hotel ist. Ja, und dann gehe ich gleich frühstücken. Mein Mann hat noch ein bisschen was zu tun am Computer jetzt. Und danach gehen wir shoppen, ne? Nach Berlin. Ja, und während meine Haare hier trocknen, dachte ich, ich gehe mal live, um mit dir mal darüber zu sprechen, wie du aufhörst, dich der Fülle, und zwar vor allem auch der Geldfülle oder der ganzheitlichen Fülle, nennen wir es ganzheitlichen Fülle, zu verschließen. Und zwar gerade so in spirituellen Kreisen. Und du bist hier auch in dieser Gruppe, weil du dich ich meine, der Spiritualität kann sich niemand verschließen. Aber warum wähle ich das jetzt so ein bisschen sorgsam, diese Worte? Also wenn man mir vor 20 Jahren was von Spiritualität gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, lass mal gut sein, ist nichts für mich, ist irgendwie so was Abgehobenes, was für andere, aber nichts für mich. Deshalb wähle ich diese Worte so ein bisschen weise, weil Spiritualität heißt ja nichts anderes, als sich dessen bewusst zu sein, ein Teil des Ganzen zu sein und ein Teil des Ganzen zu sein, eine innere Ruhe, die Verbundenheit mit allem, was ist, ja? Und du bist ja hier in der Gruppe und ich denke, über Spiritualität kann ich auch mit dir in der Richtung sprechen, weil du in der Richtung auch ein bisschen, ja, dich öffnest. Und ich lese immer mal wieder, gerade wenn es um Geldthemen geht, im Mai war das, glaube ich, habe ich ja hier so diese 5-tägige Money-Freude-Challenge gemacht. Und die Teilnehmer mal so dazu angeleitet, sich überhaupt mal zu überlegen, wie viel Geld sie denn gerne mehr im Monat haben möchten. Und wir haben Geldscheine in Freudescheine umgetauft und solche Dinge. Und das sind wirklich sensationelle Dinge geschehen. Und ich habe gerade so die letzten Tage nochmal gesehen und Kommentare gelesen, weil ja auch bald das Moneyfreude-Seminar stattfindet. Geld ist nicht so wichtig. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und ja, wo so Prägungen dahinter stecken, sich dieser ganzheitlichen Fülle zu verschließen. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ich atme weniger Sauerstoff heute ein, weil ich Angst habe, dass morgen kein Sauerstoff mehr da ist. Da gehen wir ganz neutral mit um, da haben wir keine Prägungen zu. Oder wir gehen ja auch nicht durch die Natur spazieren im Wald und sehen nur die Hälfte von der Schönheit und der Fülle der Natur. Da schauen wir uns auch alles an. Oder wir kommen auch nicht auf die Idee, uns, ja, keine Ahnung, ein halbes Möbelstück zu kaufen, wenn wir das Ganze einfach brauchen. Verstehst du, was ich meine? Und mit Geld, mit dem lieben Geld, was ja nichts anderes ist als bedrucktes Papier. Da haben wir plötzlich Prägungen und Mangel und reden uns ein, ich komme mit ganz wenig aus. Ja, ich komme mit ganz wenig aus und ich kenne das noch von mir früher. Zum einen war ich immer im chronischen Geldmangel und auf der anderen Seite, wenn dann ich mal ein bisschen mehr hatte, war es aber auch wieder ganz schnell weg. Und auch jede Ausgabe war dann auch wiederum mit dem Gedanken verbunden, wenn ich das jetzt ausgebe, dann habe ich wieder weniger. Und deshalb ist dieses Beispiel mit dem Sauerstoff so gut.
Wir atmen ein, wir atmen aus und selbst wenn wir heute einen Tag haben, wo wir mal ganz viele Atemübungen machen und mehr Sauerstoff in unserem Körper lassen, als wir das sonst machen, wenn wir einfach nur den ganzen Tag normal atmen, sage ich mal, dann kommen wir ja auch nicht auf die Idee zu denken, morgen habe ich jetzt weniger Sauerstoff. Verstehst du, was ich dir damit weitergeben möchte? Weil Geld ist im Prinzip genauso da wie Sauerstoff, wie alles andere zum Leben auch da ist. Wie die Natur in Fülle da ist, wie Sauerstoff da ist, wie alles einfach da ist, so ist auch Geld im Prinzip einfach da. Und die Frage ist einfach, wie sehr wir uns auch dieser Energie, es ist ja alles eine große Energie. Auch wir sind Energiewesen, wir sind ja auch alle ein Teil des Ganzen. Und wir können uns diesem Teil des Ganzen im Prinzip auch nicht verschließen, sondern das ist eine große Energie und alles zeigt sich in vielfältigen Varianten. Die Natur, die Gebäude und auch wir. Das ist verdichtete Materie, das ist das, was wir mit unserem bloßen Auge sehen können. Alles andere, diese große Schwingung, der feinstoffliche Bereich, den können wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen. Oder die Menschen, die es sehen können, tun in unserer Kultur auch gut daran, nicht so offen darüber zu sprechen, weil das kommt in unserer Kultur her nicht so gut an in verschiedenen Bereichen, ja? Du weißt, was ich meine. Und so kommen wir auf die Idee, uns der Geldfülle zu verschließen und sind auch noch stolz dann drauf. Und wie gesagt, ich kenne das auch von mir früher, wo ich mich noch mit getröstet habe, na, ich brauche das ja nicht und ich komme mit wenig Geld aus. Und klar, auch manchmal stolz drauf war, mit wie viel Geld ich monatlich ausgekommen bin für Lebensmittel, auch für eine zu kaufen, für eine vierköpfige Familie und sowas. Aber letzten Endes, dahinter verbirgt sich ja ein Mangeldenken. Und es wäre, wenn wir es jetzt auf die Energie beziehen, genauso der gleiche Gedanke, wie wenn ich denken würde, oh, ich bin stolz auf mich, dass ich mit wenig Sauerstoff auskomme. Und wenn ich versuche, mit wenig Sauerstoff oder mit weniger Sauerstoff auszukommen, fehlt meinem Körper irgendwas langfristig. Ja? Also im Prinzip geht das gar nicht. Rein physikalisch betrachtet geht es nicht gut. Oder ist es nicht förderlich, sich dieser Fülle, zum Beispiel des Sauerstoffs, zu verschließen? So, was hat das jetzt nochmal mit dem Geld zu tun? Wenn ich mich der Fülle des Geldes verschließe, dann bin ich jetzt mal ganz krass gesehen in der Situation, dass ich mir zum Beispiel nicht die Lebensmittel kaufen kann in der Qualität, in der Menge, in der Fülle, wie ich sie für meinen Körper brauche, wie der Körper es braucht, um gut zu funktionieren. Wenn ich mich dieser Fülle verschließe, hallo liebe Ida, guten Morgen, wenn ich mich dieser Fülle verschließe, dann bin ich nicht in der Lage, mir zum Beispiel eine hochwertige Kleidung zu kaufen, wo ich einen absoluten Wohlfühleffekt für meinen Körper habe, die nicht mit Chemikalien und solchen Dingen belastet ist. Wenn ich mich der Geldfülle, also dieser Fülle verschließe, liebe Sabrina, guten Morgen, dann bin ich nicht in der Lage, meinem Körper auch die Dinge dann zu gönnen, die er vielleicht zusätzlich braucht, sei es Nahrungsergänzung, sei es Wohlfühleffekte in Form von Massagen oder Sauna oder wenn ich unterwegs bin, wie wir sind ja jetzt hier ein paar Tage in Berlin, dann fahren wir weiter nach Prag, dann fahren wir weiter nach Wien und dann wollte ich eigentlich, wir sind dann 2 Wochen später nochmal in Wien, habe ich gedacht, oh, das lohnt ja dann eigentlich gar nicht nochmal zurück ins Saarland zu fahren, wollte meinen Mann schon damit überraschen, irgendwohin noch ins Warme zu fliegen. Aber, da ist mir eingefallen, da ist ja zwischendrin unser Moneyfreude-Seminar in Deutschland, also müssen wir ja hier sein.
So, und wenn ich so unterwegs bin oder wenn du im Urlaub bist oder Urlaub dir überhaupt leisten möchtest, weil dein Körper sich einfach da wohlfühlt, dann ist es ja auch nochmal ein Unterschied, kann ich mir dann irgendwo, ich sag's jetzt mal ganz krass, eine Absteige nur erlauben? Oder kann ich mir ein schickes Hotel oder eine schicke Wohnung irgendwo? Wir sind ja nicht nur in Hotels, wir sind ja auch gerne in schönen Airbnb-Wohnungen unterwegs, aber auch da gibt es Unterschiede. Und das sind doch alles Wohlfühleffekte für den Körper, für Körper, für Geist und für deine Seele. Und das wollte ich jetzt hier so im Hinblick auf die Geldfülle mal so ein bisschen switchen, um dir das mal auf dem Weg so ein bisschen näher zu bringen, dass Geld, also auch Geld, die Fülle im Grunde genommen da ist. Die Frage ist immer, wie sehr öffnen wir uns dem und gerade auch in spirituellen Kreisen oder wenn du bislang auch so diesen Gedanken hattest, ach, ich komme mit wenig aus, ich muss nicht so viel haben und, so wie ich das ja früher auch hatte. Dass du dich dem mal öffnest, weil wir verschließen uns einem Teil, diesem großen Ganzen. Und jeder von uns ist ja auch ein Teil dieses großen Ganzen. Wenn ich jetzt von dem göttlichen Kern spreche, dann meine ich das in keiner Weise religiös behaftet. Also ich gehöre keiner Religion an mehr. Ich bin zwar katholisch erzogen worden, bin aber mit 18 oder 19 aus der Kirche ausgetreten und ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Auch das ist etwas, so Gott, Jesus, wo ja, wir oftmals so eine gewisse Behaftung mit haben. Und im Hinblick auf die Fülle und sich der zu verschließen, wenn wir schon mal bei dem Thema jetzt Gott und Jesus sind, Schulden im Außen hat auch immer etwas zu tun mit Schuldgefühlen im Innern. Und da haben Religionsgemeinschaften auch in Anführungsstrichen eine gewisse Arbeit geleistet, indem tief in uns auch Schuldgefühle eingepflanzt sind. Ich habe mich als Kind immer schon gefragt, was läuft hier schief, wenn ich an einem Kreuz vorbeigehe und Jesus am Kreuz sehe. Warum habe ich Schuldgefühle? Dieser Gedanke kam in mir immer auf. Und als nächstes habe ich dann gedacht, ich habe doch gar nichts damit zu tun. Und solche und andere Schuldgefühle, die uns aufgebürdet wurden, die wir übernommen haben, und das soll jetzt keine Schuldzuweisung, um Gottes Willen, das wäre das Falscheste, was wir da machen können, ein anderes sein, hallo liebe Katrin, sondern einfach mal, um es bewusst zu machen, solange wir uns auch mit Schuldgefühlen bewusst oder unbewusst, sobald wir die mit uns herumtragen oder solange vielmehr, zeigt sich das auch im Außen nach dem Gesetz der Resonanz in Form von Schulden, in welchem Stil, kleiner oder größere, eben auch immer. Und auch deshalb ist es so sinnvoll, sich von Schuldgefühlen zu befreien, ja, um sich eben dieser ganzheitlichen Fülle, auch der Geldfülle, zu öffnen. Und das sind zum Beispiel alles so die Dinge, um die es geht beim Moneyfreude-Seminar. Deshalb mache ich das überhaupt. Denn, schau mal, wenn du deinen Seelenplan leben möchtest oder überhaupt im ersten Schritt entdeckst und im zweiten Schritt leben möchtest, dann erst recht darfst du aufhören, dich dieser ganzheitlichen Fülle zu verschließen. Dann erst recht darfst du beginnen, dich auch der Geldfülle in deinem Leben zu öffnen. Ja? Und das sind die Dinge, wo wir einfach beim Moneyfreude-Seminar ganz tief hinschauen, was ist da an Schuldgefühlen eingepflanzt worden in uns. Das werden wir lösen, das werden wir transformieren. Wir werden ganz viele Übungen auch machen, also die sich dann wirklich auch festigen, die sich in deinem Körperbewusstsein, in deinem Zellbewusstsein auch festigen, dass die Fülle auch für dich da ist, dass du es dir auch erlaubst, dass du auch mal
in deine wahre Kraft und Energie kommst, dass du mal merkst, was für ein mächtiges Wesen du bist, was für ein wunderbar mächtiges Wesen, eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann du bist. Das sind so diese Dinge. Nur wenn wir so im ersten Schritt hören, ja, Geldseminar, sind wir dazu geneigt, ja, brauche ich nicht, ich komme ja mit wenig aus. Verstehst du so diese Zusammenhänge, wie das alles zusammenhängt und dass es wirklich darum geht, Seelenplan entdecken, den zu leben und sich eben auch der Fülle zu öffnen? Denn ich glaube, wenn du deinen Seelenplan entdeckt hast und ihn lebst, und das ist auch wiederum so ein bisschen das Paradoxe daran, dann geht es dir nicht in erster Linie darum, um Geld zu verdienen, sondern es geht dir darum, dass du erkannt hast, was haben andere Menschen davon, dass es genau dich gibt und wie kannst du mit deiner Einzigartigkeit, mit deinem wahren Potenzial, mit deinen Gaben und Stärken, die nur du hast, auf diese Art und Weise in der Kombination, jeder von uns ist einzigartig, aber jeder in seiner eigenen Kombination einfach. Dann geht es dir darum, wie du anderen Menschen damit dienen kannst und helfen kannst, zu einem glücklicheren, erfüllteren, besseren Leben, wie du Mutter Erde helfen kannst, wie du der Natur helfen kannst, was auch immer so dein Thema dann ist. Und dann kann das nur funktionieren, auch da ganzheitlich gesehen, indem du dich der Fülle öffnest. Macht das Sinn für dich? Schau dir, wenn dein Denker, ich kenne das von mir, zu sehr rebelliert, doch bei dem, was ich dir hier gerade so weitergebe, schau dir das Video bitte nochmal ein zweites oder auch ein drittes Mal an und beobachte mal, was dein Kopf, dein Denker dir sagt und lausch mal, was dein Herz, was deine Seele dazu sagen. Und dann lausch auf dein Herz und auf deine Seele. Weder dein Herz noch deine Seele können dich oder möchten dich belügen, betrügen. Wenn du deinem Herzen folgst, auf deine Seele lauschst und dich auf deinen Herzenweg begibst, was erwartet dich da draußen? Ein wunderbares Leben, genau so wie es zu dir passt, wie du es dir irgendwo mal vorgestellt hast. Okay? Also, schau dir auch nochmal gerne den Termin an zum Moneyfreude-Seminar jetzt im Oktober. Ich poste dir den Link hier nochmal rein und dann würde ich mich freuen auf eine persönliche Begegnung, damit du da wirklich den Grundstein auch legst, dich dieser ganzheitlichen Fülle zu öffnen und vielleicht an diesem Wochenende sogar auch schon deinen Seelenplan so klar vor Augen bekommst, denn auch dazu werden wir ja Übungen machen, dass du genau anschließend schon die weiteren Schritte hast, wie du jetzt zum Beispiel die letzten, ja, 3 Monate sind es ja nur noch, nutzen kannst, um den weiteren Grundstein zu legen, um dann im Januar endgültig durchzustarten, den Quantensprung, der schon längst fällig ist, auch für dich, in deinem Leben zu machen und dir dein Leben wirklich dann so zu gestalten, wie es deinem Herzen entspricht, wie du es möchtest, für dich, für deine Familie, für dein Umfeld, für Mutter Erde, ganzheitlich gesehen. Okay? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.